Du brauchst unbedingt ein Reittier. Ja, ich, ja. Wer denn da? Das sind diese komischen Steinböcke? Wieder? Ich hab's jetzt nicht ganz genau gesehen, aber. Ja, ich. Die waren mir jetzt ein bisschen zu schnell. Es war auf jeden Fall irgendetwas davon. So, mal gucken, ob ich es jetzt schaffe zu spielen und mir gleichzeitig was zu trinken anzugießen. Das wäre gut. Bleib doch einfach kurz stehen und mach das in Ruhe. Nee, nee. Hat geklappt. Warte, bis wir. Wann treffen wir eigentlich am Bombardier? Wann treffen wir den denn? Wenn wir im alten Wald sind. Ich war VIP für einen Monat. Hab dann mir mein Reittier geholt und die Reitfähigkeit und jetzt kann ich mein Reittier nutzen, wie ich lustig bin. Ich habe hier noch mein eines Reittier, was ich keine Angst, ich setze mich gleich wieder ab. Das ist mein eines Reittier, was ich mir gegönnt hatte. Jetzt nicht besonders schön, aber ich wollte nicht so viel Geld ausgeben. Dann ein Pferd. Aber ja, ich habe mein eines Pferd, jetzt brauche nur noch Kaya seins. Tschüss, Plötze. Stimmt. Aber nee, so nenne ich mein zweites Pferd. Man kann den Pferden hier Namen geben? Ja. Meins habe ich Glocke, glaube ich, genannt. Glocke oder Glöckchen. Das hatte vorher einen ganz, ganz komischen Namen. Dann habe ich jetzt Glocke getauft und Glocke gefällt mir aber nicht mehr so. Also wollte ich es jetzt, glaube ich, Glöckchen nennen. Hätte ich, glaube ich, beim letzten Mal entschieden. Unglaublich kreativ, wollte ich damit sagen. Ganz toll. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Der Chef war an dem Abend damit zufrieden, ja. Mein Pferd nenne ich dann hier Hupe oder Klingel, ne? Weil passt ja zu Glocke und alles ist gut. Nee. Aber ID, Mensch, was ist denn los? Hör auf damit. Du sollst mich nicht ID nennen. Du alte Eberesche. Ja, okay, Frau LP, Entschuldigung. Meine Güte. Was ist denn nicht für teuer Gefäll kaufen? Nee, bräuchte nicht, aber. Ich weiß nicht, ich fand das Pferd irgendwie cool. Es heißt also sagen wir es mal so: Das ist ein MMO, für das ich nicht besonders viel Geld ausgebe. Oder ausgegeben habe bisher. Da gibt es andere MMOs. Oh WoW. Ja. Fiesta. Fiesta, ja, stimmt. Elder Scrolls Online. Das ist ein ganz schlimmer MMO-Husten. Ja, ja. Der tritt dich oft vor. Auf. Auf, vor. Auf, vor, bei, zu. Von ja. Zu. Heute ist alles erlaubt. Ist ja auch Ostermontag. Alles ist erlaubt. Was? Ostermittwoch. Ostermittwoch, genau. Wir laufen schon ganz schön lange hier rum, ne? Ja, dafür ist es bald Abend, hoffe ich. Ich folge dir zwar einfach nur automatisch, ich muss ja gar nichts machen, das ist ja das Lustige daran, aber trotzdem. Ich finde es was anderes. Ich werde bekommst du im Spiel generell hinterhergeworfen. Echt? Na gut, doch, eins. Eins hatte ich tatsächlich mal vom Spiel aus. Das war aber auf einem anderen Server. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Nee, ich weiß tatsächlich nicht mehr, welches Pferd ich damals gekriegt habe. Und ich weiß, dass ich gerade falsch laufe. Ich laufe einmal gerade komplett. Doch, wobei ich glaube, doch, hier hinten ist eine Rennstrecke, meine ich. So ein Pferderennding ins Kirchen. Warte mal. Ja. Okay, cool. Ja, ich glaube, das ist so eine Art Minispiel. Ich habe das selber noch nicht gemacht bisher, deswegen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich damit anzufangen habe. Wir schauen einfach mal. Weißt du, was du auf jeden Fall mal streamen musst? Ich glaube, das habe ich aber schon mal gesagt. Ihr Star Wars, Knights of the Old Republic. Das musst du streamen. geilstes Spiel. Muss ich das? Nein, du musst nicht, aber es ist einfach ein geiles Star Wars Spiel. Punkt. Es ist ein schönes Rollenspiel, es macht einfach Spaß. Ich meine, es ist nicht das MMO, ne? Also nicht falsch verstehen. Nicht The Old Republic, sondern Knights of the Old Republic. Okay.
Unbedingt, der erste Teil. Ach, das ist wirklich eine Perle. Also ohne Scheiß. Alt, also, aber... Also besitzen tue ich es bisher noch nicht. Mal nicht. Okay. Gut, also ich glaube, hier kann man bisher ich weiß, es gibt es bei Steam, aber ich meine, da ist es... Ach Gott, ich meine, mein Bruder hatte... Ich glaube, das ist bei Steam nur in Englisch, weil eigentlich ist das Spiel komplett deutsche Sprachausgabe. Deutsch wäre doch schon ganz nett. Zur Not schicke ich, kann ich dir irgendwie die Deutsch, die Dateien schicken. Doch, das Spiel ist wirklich cool. Das fährt. Weil ich und die englische Sprache, wir verstehen uns nicht so sonderlich gut. Wir haben so leichte Gehörprobleme, also so leichte Verständnisprobleme. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie, ob das jetzt halt in Englisch war bei Steam. Ich habe den zweiten Teil über Steam gekauft, der ist komplett in Deutsch. Beim ersten bin ich mir einfach jetzt gerade nicht sicher, ob es jetzt wirklich nur, also englische Sprache, deutsche Schrift, weil ja, du musst es einfach in Deutsch genießen, weil ich finde, die Synchro ist gar nicht mal schlecht dafür, dass wirklich jeder, also auch die NPCs haben alle Stimmen, also das ist für die damalige Zeit, was heißt damit, das ist aus 2001, 2002, 2003, zeitgleich mit Dings, Final Fantasy X-2. Ja. Ich weiß nur nicht, wann Final Fantasy X-2 rauskam. Die Mädchenspiel, ja. Mit dem Beatrice. Fand ich aber auch gar nicht mehr so schlecht, das Spiel. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hab's noch nie weit gespielt. Ich weiß gar nicht warum. Ich hab's einmal bis fast zum Endboss gespielt. Ja, aber ich und ein Spiel zu Ende spielen. Ich löse mich nicht gerne von gewissen Spielen. Was ich einfach auch immer toll fand, ist einfach, also, das ist das Jobsystem, also mit den Kostümwechseln. Mhm. Das fand ich ganz cool einfach. Ja, die meisten finden das Spiel scheiße. Gerade deswegen. Das, ich finde das eigentlich, also mir jetzt persönlich hat es mir gefallen. Na gut, ich muss es tatsächlich auch nochmal spielen. Kann ich ja gar nicht, ich habe keine PS2 zurzeit. Toll, wie soll ich denn zocken? Na super. Du hast aber eine PS4. Ja, ich will es mir aber nicht nochmal holen. Ich habe das Original für die PS2. Steht alles in meinem Final Fantasy Schrein hier, ja? Also bitte. Bei mir ja, auch, gut, aber nicht im Schrein, sondern da, in dem oder Regal. Ja, sehe ich von hier, wenn du dahin zeigst. Ich hab, weil ich gerade, ne? So ein Pferd hatte ich mal. Ne? Da, wo ich gerade hinzeige, ne? Da ist es, ne? So ein. Ja, genau da. Da ist es. Genau da. Aber gibt es doch auch für Steam, ne? Die Collection, ne? 10 ja. Und 10.2, ne? Ja, gibt es. Ja, oder ich hole mir eventuell mal das. Ich weiß es nicht. Also eigentlich, ich bin ganz ehrlich, wenn ich spiele wirklich auch original auf der Konsole halt dementsprechend immer. Bin mir ein bisschen. Wo bist du denn jetzt hin? Hier unten. Weg. Oh. Folgt dem grünen Pfeil. Immer den. Komm, folgt dem grünen Pfeil. Ach, hey, ja, ich dachte, du bist wieder in der Kneipe und hängst dir einen um, du. Was ist doch für eine Kuh? Wie nennst du deine Mama? Hallo. Hallo, Mami. Hallo. Zur Info, da, nur im Spiel, nicht in echt. In echt bin ich noch nicht Mama. Ja, ich glaube, das ist... Katzenmama. Katzenmama bin ich. Katzen- und Hundemama. Sozusagen. Also, die Höhle ist doch ganz schön dunkel hier. Dafür, dass es eine Hobbithöhle ist. Ach, hier sitzt er. Den muss ich anlabern. Ich hoffe, ihr entschuldigt die Unordnung. Eine der wenigen Quests, die ich sogar mal vorlese. Ich hatte in letzter Zeit so wenig Besucher. Huch. Hallo, fahr los, schieß los. Das hat keiner gehört. Ich hoffe, ihr entschuldigt die Unordnung. Ich hatte in letzter Zeit so wenige Besucher, dass ich alles etwas durcheinander geraten lassen habe. Ich werde meine Sachen packen und dabei gleich aufräumen. Bingo runzelt die Stirn. Wisst ihr was? Ich hatte es bis eben ganz vergessen, dass ich mir über die Jahre einige Dinge von meinem Nachbarn ausgeliehen und nie zurückgebracht habe. Ich sollte das nachholen, bevor ich aufbreche. Schließlich weiß man nie, was einem auf einer Reise alles zustößt. Ich habe mir diesen Kordelball von Maxames Strafgürtel von gegenüber geborgt. Würdet ihr ihn zurückbringen, zusammen mit den anderen Sachen, die ich mir in der Nachbarschaft ausgeliehen habe? Das ist doch wieder eine Aufgabe für dich. Wieso? Wieso? Naja, du liebst doch die Sachen zurückzubringen, die andere verbaselt haben und so weiter. Ach. Jo. Und wie ich es liebe. Ach so, wir sollen erst noch die Kordel. Warte. Wir müssen erst die Kordel hier rausholen. Ja, machen wir. Das ist ja hier nicht so, dass man es direkt in die Hand gedrückt bekommt. Das ist ja noch das Problem.
Okay, warte, ich kann sie noch nicht nehmen. Oder gilt das? Ach nee, doch, gilt für uns beide, okay. Toll, falls ich dachte, die Drecksarbeit machen. Ich wusste nicht, dass ich sie nicht aufnehmen kann. Also auch selber. So. Nehmt den Teekessel in Bingos Hobbit-Höhle. So, wir dürfen also immer wieder rein. Nein, das ist jetzt nicht sein Ernst. Weißt du, wir haben schon viele Sachen transportiert, aber nicht von einer Haustür zu anderen, wo man hinspucken kann. Das ist jetzt nicht sein fucking Ernst. Nein, das akzeptiere ich nicht. Nein, mach das. Das ist doch nicht wahr, ey. Ey, komm, nichts gegen faule NPCs, das kennen wir ja schon. Aber ey, hallo, das sind keine 100 Meter. Nehmt den Affen aus Bingos Hobbit-Höhle. So, wo hat er denn den Eimer stehen? Da hinten ist der Eimer. Alter. Was ein faules Stück Scheiße, ey. So, mal gucken, zu welchem Nachbarn wir den bringen müssen. Alter, wenn wir hier jemals rauskommen und es gibt im Spiel Atombomben, schmeißen wir direkt an aufs Auenland. Ich glaube kaum, dass es hier Atombomben gibt. Weg damit, ey. Haben wir das auch zweimal, ist mir vollkommen egal. Ich habe einen Superpass, um Bingo davon abzuhalten, sich in ein irrwitziges Abenteuer zu stürzen. Schön. Bingo hatte meinen Eimer so lange, ich hatte schon nicht mehr damit gerechnet, ihn wiederzubekommen. Und jetzt schickt er euch herüber, um ihn zurückzubringen und das auch noch ohne Erklärung? Ihr wollt antworten, aber sie bringt euch mit einer strengen Bewegung zum Schweigen. Ihr müsst es mir nicht erklären. Ich weiß, weshalb Bingo all die geliehenen Gegenstände zurückgibt. Er verlässt das Auenland. Ja, Esmeralda Lochner hat mir alles von seinem kleinen Geheimnis erzählt. Ich werde das nicht einfach so zulassen. Ich habe ein Gesuch verfasst, dass Bingo ins Gefängnisloch kommt, damit er sich nicht in ein irrwitziges Abenteuer stürzt. Und viele wichtige Hobbits haben es bereits unterzeichnet. Geht und sprecht mit dem Bürgermeister, um zu sehen, ob er schon eine Entscheidung getroffen hat. Alter, was können Hobbits verarschlicher sein? Lass ihn doch ziehen, ey. Ja, es gab hier mal sowas wie eine Strahlenrüstung. Damals in Moria gibt's nicht mehr. Schade. Das wäre jetzt genau das Richtige für Kaya. Eine was? Eine Strahlenrüstung. Strahlenrüstung? Strahlen. Ah, ja, verstehen. Ja, ich würde hier alles verstrahlen. Ich würde hier alles verstrahlen. Und wenn die Hobbits da mutieren, dann lache ich noch darüber. Ich finde das im Auenland toll. Ja, ich liebe es auch. Es ist ganz schön. Alter, ich fühle mich hier richtig wie zu Hause. Was willst du denn in den anderen Gegenden sagen? Wie ist das Wertebefinden? Ja, von mir aus hätten wir direkt nach Moria gehen können, aber du wolltest ja nicht. Weil ich ahne, dass wir da platt gemacht werden, wenn wir Richtung Mordor marschieren. Ja. Ach ja, Mordor, wie komme ich denn auf Moria? Weil ich ja gerade von Moria die Rede war. Ja, fängt aber auch mit M an, also so verschlage ich ja gar nicht. Ja, stimmt. Wie kann ich euch helfen? Ich hoffe, die Angelegenheit dauert nicht allzu lange. Ich bin spät dran fürs Abendessen. Ihr fragt den Bürgermeister höflich, ob er schon eine Entscheidung über Myrtlebox-Gesuch getroffen hat. Er seufzt. Wenn ich gewusst hätte, mit was für Beschwerden ich es als Bürgermeister zu tun haben würde, hätte ich dieses Amt nie angetreten. Mach das nicht. Verhindert, dass diese Person uns verlässt. Sorgt dafür, dass diese Person geht. Es ist ein ständiger Kampf. Das Abendessen entschädigt dafür, aber auch nur gerade so. Ich werde bei diesem Gesuch keine Entscheidung treffen. Wenn Myrtlebox Bingo Boffin davon abhalten will, das Auenland zu verlassen, dann soll sie ihn selbst einsperren. Nehmt das Gesuch und gebt es an Herrn Boffin. Ich will damit nichts zu tun haben. Du bist ja ein toller Bürgermeister. Die Rüstung war mit einem Zusatz bestückt. Nannte sich Strahlen. Wenn ich nicht irre, würde es wieder entfernt, als in Japan das AKW hochging. Kann aber auch nur zurück gewesen sein. Ah, okay. Ja, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es vielleicht wirklich damit zu tun hat. Bei manchen ist das ja so. Da werden dann einfach Sachen entfernt, je nachdem, was in der Welt gerade so für Sachen vor sich geht. Sagt man so, das wäre vielleicht ein bisschen pietätslos gewesen. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Obwohl ich sagen muss, ich finde, Spiele sind davon einfach ausgeschlossen, weil, naja. Rein theoretisch hättest du dann ja eigentlich alles entfernen müssen aus sämtlichen Spielen. Aber was wäre das denn für eine Arbeit gewesen? So, Bingo Boffin.
Seht euch das nur an. Mhm. Was für nette Nachbarn ich doch habe. Gott, mir fehlt jetzt erst auf, was er für einen Haarschnitt hat. Zoom mal näher ran. An einem wundervollen Haarschnitt. Oh, Prinz Eisenherz. Wahnsinn. Ah, herrlich. Was ist das? Die Hongs haben noch einen Schreckschlag, ey. Ihr gebt Bingo die Petition, die er schnell überfliegt und erwartet eine geknickte Miene. Stattdessen aber lächelt er fröhlich. Seht euch das nur an. Myrtlebox hat Unterschriften von guten Hobbits aus der ganzen Nachbarschaft gesammelt, um mich in der Gefängnishöhle einzusperren. Was für ein tolles Kompliment. Ich liege meinen Nachbarn so sehr am Herzen, dass sie alles tun würden, um mich hier zu behalten. Ich muss Myrtle unbedingt etwas Nettes zukommen lassen. Könnt ihr zu der Statue von Macho und Blanco in der Stadtmitte gehen und dort ein paar Blumen für Myrtle pflücken? Sagt ihr, dass ich ihre Botschaft verstanden habe und so bald wie möglich zurückkehren werde. Was für nette Nachbarn ich doch habe. Jetzt tut es mir leid, dass ich ihre Sachen so lange ausgebockt habe, ohne sie wiederzugeben. Nee. Vor allem, weißt du, ich möchte ihr was Gutes tun. Könnt ihr ihr Blumen geben? Ja, weißt du, hier, dafür kriegst du eine in die Fresse, Mann, ey. Das ist ziemlich der Strahlen, wurde aber ähnlich in Mordor wieder hinzugefügt. Nennt sich da nur Licht. Ah, okay. Bin gespannt. Es dauert aber noch Ewigkeiten, bis wir im Modus. Ewigkeiten? Wir kommen hier nie wieder weg. Na, so weit sind wir... Na gut, doch. Ich hab ja... Ja, doch. Du brauchst doch ein bisschen. Ja, sehr weit. Sehr weit. Weil wir haben jetzt so wichtige Aufgaben wie Blumen pflücken und Eimer transportieren. So, das ist ja alles... Hey, die Welt ist kurz vorm Abgrund, aber hey, wir pflücken Blumen. Klar. Machen wir mal, pflücken wir ein paar Blumen. Hey, komm. Ich pflanze sogar selber welche an. Ich werde Gärtner. Das kann ja nichts werden. Ja, natürlich wird das nichts. Wie heißt das Ding? Mykle? Mykle. Was ist denn da ein R? Zwischen dem Y und dem T? Ach, das ist ein R. Das, bei mir ist das... Das ist aber... Nee. Myrtle. Die maulende Myrte. Die maulende Myrte, ja stimmt. Apropos maulende Myrte, wir müssen eigentlich immer noch mal den Harry Potter Stand weitermachen, ne? Ja. Was ist das? Ich werde ein weiteres Besuch verpassen. Das dauert wohl noch. Was haben diese Blumen zu bedeuten? Hat der Bürgermeister eine Entscheidung zu meinem Besuch getroffen, Bingo Buffin ins Gefängnisloch zu stecken? Ich erkläre dir, dass Bingo ihr diese Blumen geschickt hat, als Dankeschön für ihre wohlgemeinten Gedanken. Wohlgemeinte Gedanken? Ich meine, ja, natürlich will ich nur das Beste für meinen Nachbarn, aber... Mitte wird ganz rot im Gesicht. Ich werde ein weiteres Gesuch schreiben. Es wird um etwas anderes gehen. Aber es wird eine ernste Sache sein. Ihr werdet es schon sehen. Hörst du jetzt mal auf, die Leute zu klatschen? Nein. Die hat es ja wirklich verdient. Sollen wir auch den armen Prophet da gehen lassen, jetzt. Mann, ey. Der arme Poffel. Boffin. Bingo. Boffin. Ja, wie auch immer. Ja, wir werden bald aufbrechen. Ich danke euch noch einmal. Es berührt mich sehr, dass ich Myrtle so wichtig bin und ich werde sie vermissen. Aber bitte entschuldigt mich jetzt. Ich muss noch etwas packen. Wir werden bald aufbrechen. Achso. Endlich ist es soweit. Was hast du denn jetzt? Ich würde etwas backen, dass wir das nicht auch noch machen müssen, wundert mich eigentlich. Endlich ist es soweit. Meine Reise beginnt und ich möchte, dass ihr mich begleitet, wenn ihr keine Einwände zu diesem Abenteuer habt. Ihr müsst mich natürlich nur so weit begleiten, wie ihr möchtet. Und wenn ihr irgendwann beschließt, wieder eure eigenen Wege zu gehen, werde ich diese Entscheidung klaglos akzeptieren. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass ihr bei mir bleibt, ganz gleich, wie viele Meilen wir zurücklegen. Wisst ihr was? Ich dachte, das Aufbrechen wäre schwieriger, aber offenbar ist es ganz leicht. Ich hatte erwartet, dass es mir schwerer fallen würde, mich von meiner Heimat zu verabschieden. Aber die Aussicht auf Abenteuer füllt mein Herz mit Spannung und lässt meine Füße ohne Zögern voranschreiten. Ich habe mir die Karte genau angesehen und denke, dass wir Michel Binge über die östliche Straße verlassen sollten. Die Richtung Wegscheid und Buckelstadt gehen. Gehen wir zur Kreuzung in Wegscheid und entscheiden dann, wie es weitergehen soll. Ha 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 ha.
Vor allem, jetzt haben wir irgendwie so komische Bingo-Marken bekommen. Ja, da wollte ich schon immer haben. Ey, Mann. Also, wer das nicht haben will, der tickt ja nicht mehr ganz richtig. Ja. So gut, es ist immer noch nicht, das ist immer noch nicht Abend. Reist nach Wegscheid und spricht mit keine Ahnung, da ist irgendwas dazwischen, das so das Ding. Sprecht mit Bingo. Das so. Ja. So. Sag ja, es wird ja nicht Abend. Die wollen uns hier wirklich festhalten. Es gibt kein Zurück mehr. So, ich werde einmal, ich werde einmal ganz kurz Pause machen. Muss nämlich einmal ganz kurz holen. Und ich brauche noch was zu trinken. Ich habe nämlich nicht mehr so viel. Ich auch. Und bin dann in 4-5 Minuten wieder da. Also keine Angst, geht gleich sofort weiter. Und dann bin ich auch nochmal kurz away. Bis gleich. Bis gleich. Ich muss nur erstmal hier gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Ja, einmal kurz den Shop, anders komme ich hier aus dem Spiel nicht raus. Das muss ich jetzt nämlich wieder schießen. Also, bis gleich. Das Spiel will ich nicht loslassen. Ciao. Nee, selbst das nicht.